وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute werden wir fortfahren mit unserem Büchlein, das islamische Benehmen. Und es ist auch bald an der Zeit, dass wir dieses Buch durchhaben, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Lohn dafür schreiben. Heute werden wir bi'idhnillah ta'ala über eines der wichtigsten Themen sprechen, und zwar al-adab ma'an nafs. Das islamische Benehmen gegenüber der eigenen Seele. Jeder sollte wissen, erstmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht nur aus einem Körper erschaffen hat, sondern aus einem Körper und einer Seele, liebe Geschwister. Und diese Seele gilt es zu erziehen. Denn viele der Muslime denken, ihr einziger Feind ist der Shaitan. Sie vergessen aber, dass wir noch einen anderen gewaltigen Feind haben, wo manche Gelehrte auch sagen, dieser Feind ist größer als der Shaitan und gewaltiger in der Fitna als Shaitan, und es ist nichts anderes als unsere eigene Seele. Es ist nichts anderes als unsere eigene Seele. Deswegen, diese Seele, so beschrieb Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran, وَنَفْسِي وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala auf 10 Sachen geschworen hat, hat er ebenfalls einschließlich hier auf die Seele geschwört. Und bei der Seele und derjenige, der sie erschaffen hat, bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagt er, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Das heißt, Allah azza wa jal hat dieser Seele was eingegeben. Sowohl Sündhaftigkeit als auch Gottesfurcht. Das heißt, wenn wir diese Aya richtig verstehen, niemand darf denken, dass die Seele nur eine Sache bekommen hat und wenn man in die Irre geht, geht man in die Irre, weil das sowieso so vorherbestimmt war, sondern vielmehr hat Allah Azza wa Jal diese Seele uns anvertraut, damit wir sie richtig erziehen. Deswegen sagt er jetzt, قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Erfolgreich ist derjenige, der diese Seele erzieht. وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Und verlustreich oder enttäuscht sein wird derjenige, der diese Seele vernachlässigt hat. Wenn jetzt einer kommt und sagt, unsere Seele ist so, wie sie ist, wir können nichts ändern, dann sagen wir ihnen, das ist eine Lüge. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht umsonst, erfolgreich ist derjenige, der sie erzieht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese Seele zu erziehen. Und verlustreich bzw. enttäuscht sein wird derjenige sein, der diese Seele vernachlässigt. Das ist nur seine eigene Schuld, wenn er in die Irre geht. Die Seele hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben. Nur jetzt liegt es an uns, diese Seele zu erziehen. Und die Gelehrten unterscheiden drei Arten der Seele. Nicht zwei oder fünf, sondern drei. Und zwar zum einen ist es an-nafsul lawwama. Das bedeutet die Seele, die sich tadelt. Und dann gibt es die Seele, die übel ist und durch das Üble mehr und noch mehr in die Irre geht. Und dann gibt es die Seele, die ihren Ruhe oder die ihren Frieden gefunden hat. Lasst uns kurz diese Arten beschreiben, liebe Geschwister. Einmal, an-nafsul lawwama ist die Seele, die sich tadelt. Wenn du eine Gehorsamkeit gegenüber Allah unterlässt, dann ist diese Seele traurig und tadelt dich dafür. Du bist zum Fajr nicht aufgestanden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. So stehst du mit einer Traurigkeit auf und diese Seele belangt dich dafür, kritisiert dich dafür, tadelt dich dafür, dass du nicht aufgestanden bist. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut. Warum tadelt sie dich? Wer sagt mir das? Warum tadelt dich diese Seele?
Das heißt, wir haben diese Seele so erzogen. Jetzt irgendeiner, wenn er morgens aufsteht, auch von denjenigen, die mit dem Gebet nichts zu tun haben, ist er traurig, wenn er aufsteht? Nein. Warum? Weil er hat seine Seele gar nicht erzogen. Das heißt, diese Seele, Nafsul Lawama, sie tadelt dich sowohl im Guten als auch im Schlechten. Wenn du das Fajr-Gebet verpasst hast, dann ist sie traurig und tadelt dich, warum du nicht aufgestanden bist. Und wenn du zum Beispiel am Montag gefastet hast, aber nicht am Donnerstag, dann sagt sie dir, warum nicht auch am Donnerstag. Wenn du draußen bist und du guckst eine Frau an, dann sagt dir die Seele, A'udhu billah, fürchtest du Allah nicht? Das ist die Frucht, liebe Geschwister, wenn wir eine Seele erziehen. Das heißt, selbst bei Sündhaftigkeit fährt diese Seele dich an und sagt dir, warum? Das war nicht gut von dir. Dann haben wir An-Nafsul Ammaratu Bissu. Und hier haben wir den Beweis aus Surat Yusuf, wo Allah subhanahu wa ta'ala mit den Worten von der Frau von Aziz sagt, وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Und wahrlich, die Seele gebietet einem das Böse, das Schlechte, außer mit dem Allah azza wa jalla barmherzig ist. Das heißt, das ist die übelste Seele. Diese Seele sehnt sich danach, Haram zu machen. Sehnt sich danach, ihren Gelüsten zu folgen. Diese Seele, sie erfährt eine Freude, wenn man Haram macht. Man sitzt in Sitzung und sprengt die Grenzen Allahs. Kennst du den? Kennst du den? Kennst du den? Einfache Riba, einfaches Lästern über die Muslime, diese Seele freut sich. Macht auch entsprechend alles bereit, Kuchen, Kaffee, alles ist da, damit man dieses Haram macht. Und diese Seele fühlt sich bedrängt, wenn sie nicht dieses Haram macht. Das heißt, sie könnte platzen, ich muss über den was sagen. Ich muss diesen anfahren. Ich muss über den lästern, ansonsten kann ich nicht ruhig schlafen. Diese Seele, wenn du eine Frau anschaust im Haram, dann lacht diese Seele und freut sich, dass es ihr in diesem Moment gut geht. Diese Seele wurde nicht erzogen. Daher ist sie beim Asl geblieben. Was haben wir gesagt? Was ist Asl, der Ursprung von der Seele? Dass sie böse und schlecht ist. وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّءٍ. Und wahrlich, die Seele gebietet einem das Schlechte. Das heißt, wer nicht seine Seele erzieht, so bleibt sie in diesem Zustand. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Und was den anbelangt, der das Stehen, Yawmul Qiyama, vor Allah azza wa jal fürchtet und seine Seele, was? Erzogen hat. Gelassen hat oder erzogen hat? Erzogen hat, gezügelt hat. So wird ihm das Paradies zuteil werden. Ha, du bekommst das Paradies nicht, indem du deine Seele sich selbst überlässt, indem du deine Seele, dass du deine Seele einfach tun und lassen lässt, was sie möchte. Nein, warum? Weil da wirst du in die Irre gehen und die Seele mit dir. Das ist die zweite Seele. Die dritte Seele, das ist die Seele, die ihren Frieden gefunden hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Fajr, helft mir, Ya ayyatuhan nafsul mutumainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. O du Seele, die du deine Ruhe gefunden hast. Du warst zufrieden mit Allah und du hast es geliebt, Allah zu dienen. Du hast dich Allah azza wa jal unterworfen. Du bist dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gefolgt. Du hast Dhikr gemacht, Allahs gedacht
und hast dabei deine Ruhe gefunden. O du Seele, die du deine Ruhe gefunden hast, kehre wie? Zufrieden zu deinem Herrn zurück. Zufrieden. Das ist unser aller Ziel. Möge Allah mit uns zufrieden sein. Dass diese Seele, die du erzogen hast, so gut erzogen hast, dass sie zufrieden zu ihrem Herrn zurückkehrt. Es gibt eine Überlieferung bei Al-Hakim in Al-Mustadrak und Imam Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte sie sahih, als Ibn Abbas radiyallahu anhu arda begraben wurde, standen die Sahaba um das Grab herum und Ibn Abbas wurde in sein Grab hereingetan. Und ihr wisst, wir begraben mit Sarg oder ohne Sarg? Ohne Sarg. Und das bei allen Rechtsschulen, liebe Geschwister. Wir begraben nicht mit Sarg. Weil wir auch nicht das Beispiel von wem folgen? Von den Kuffar. Wir begraben ohne Sarg. Hier wurde Ibn Abbas radiallahu anh in sein Grab heruntergetan, hereingetan. Dann sagte einer derjenigen, die am Grab standen, so sahen wir einen Vogel, den wir zum ersten Mal in Mekka gesehen haben. Wir haben seinesgleichen nicht gesehen. Und plötzlich war er weg. Und als Ibn Abbas radiallahu anh in sein Grab hereingetan wurde, dann hörten sie eine Stimme: Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. O du Seele, die du deine Ruhe gefunden hast, kehre zufrieden zu deinem Herrn zurück. Tritt ein in die Gesellschaft meiner Diener, bedeutet der Gottesfürchtigen, und tritt in meinen Paradiesgarten ein. Die Gelehrten, die Sahaba radiallahu anhum, haben um sich geschaut. Sie haben niemanden entdeckt. Aber die Stimme kam von aus dem Grab heraus. Das ist von Karamat, was wir sagen, von den Ehrungen, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen gottesfürchtigen Dienern gegeben hat. So war das Ende von Ibn Abbas radiallahu anhu arda, der Erklärer des Korans, liebe Geschwister. Diese Seele ist die beste Seele. Sie macht nur, was Allah azza wa jal ihr geboten hat und sie unterlässt, was Allah azza wa jal verboten hat. Das heißt, du siehst diese Seele eigentlich so gut wie nicht sündigen. Und wenn sie eine Sünde macht, dann beharrt sie nicht darauf. Das heißt, sie bleibt nicht auf dieser Sünde. Wenn sie etwas gemacht hat, was falsch war, dann gedenkt sie sofort Allah azza wa jal und bittet Allah azza wa jal um Vergebung, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِلُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und wenn, hört wie Allah azza wa jal die Muhsinin beschreibt, die Besten seiner Diener, die Besten seiner Diener. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ. Wenn sie eine Fahisha machen, was bedeutet Fahisha im Arabischen? Was ist eine Fahisha? Sinna. Nach den meisten Gelehrten eine Sinna. Manche haben gesagt, auch eine große Sünde, die mit Übel und Schlechtem, aber es ist die Sinna. Über wen redet Allah azza wa jal hier? Über die Muhsinin. Weil wenn wir ein paar Ayat vorher gehen, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und diejenigen, die ihren Zorn unterdrücken, das heißt, nicht in der Luft platzen und ihren Zorn freien Lauf lassen. Nein, im Gegenteil, sie unterdrücken ihren Zorn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns benachrichtigt, derjenige, der seinen Zorn unterdrückt, beziehungsweise der nicht seinen Zorn freien Lauf lässt, obwohl er die Möglichkeit hätte, aber er hält sich zurück, wird Yawmul Qiyamah vor allen Geschöpfen gerufen und darf sich von den Huril Ain aussuchen, welche er will, von den Paradiesjungfrauen. Fahimt ja, Hamza? Na. Deswegen, das ist eine edle Eigenschaft. Und diejenigen, die ihren Zorn, was? In Zaum halten. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Und den Leuten verzeihen, Allah liebt die Muhsinin, die Gutes tun. Und dann sagt Allah Azza wa Jal: Und die, die, wenn sie eine Fahisha machen, was haben wir gesagt? Was ist die Fahisha? Sinna. Subhanallah, Allah hat uns gesagt, dass hier sogar ein Muhsin, der zu den Besten seiner Diener gehört, auch wo reinfallen kann? In eine
in eine Fahisha. Aber schaut mal jetzt, sein Verhalten anders als die anderen Sünder. Diejenigen, die, wenn sie eine Fahisha machen oder sich selbst Unrecht antun, das heißt, sie sündigen, so gedenken sie sofort Allah. So gedenken sie sofort Allah und sie bitten Allah um Vergebung, denn niemand vergibt die Sünden außer Allah. Und jetzt kommt das Entscheidende, und sie beharren nicht auf dem, was sie getan haben, sondern sie geben diese Sünde auf. Das kann sein, dass sie nach einer gewissen Zeit das wieder machen, aber allgemein geben sie diese Sünde auf. Und die Gelehrten sagen, Al-Musir, derjenige, der in Gefahr ist, der auf eine Sünde beharrt, ist der, der nicht nach den Sünden bereut. Jeder aber, der nach den Sünden bereut, gehört nicht zu denen, die auf der Sünde beharrt sind, beharrt bleiben. Subhanallah, so ist unsere Religion. Deswegen sagte Ibn Abbas und viele andere Gelehrte, er sagte, La kabira ma'al istighfar, wa la sagira ma'al israr. Es gibt keine große Sünde, wenn man eine ernsthafte Tauba, eine ernsthafte Reue gemacht hat. Weil aus dieser Sünde, die so groß war, wenn Allah sieht, dass dir das wirklich sehr leid tut, und du sehr Schmerzen erfährst in deiner Seele, dann wird aus dem Großen etwas sehr Kleines. Aber kleine Sünden, wie zum Beispiel, was ist eine kleine Sünde? Was ist bei euch eine kleine Sünde? Na, Jonas, wenn du schon lachst, dann weiß ich, was du meinst. Na, was ist eine kleine Sünde zum Beispiel? Eine kleine Sünde. Genau, der Blick auf etwas, was haram ist. Das ist eine kleine Sünde. Wenn man aber darauf beharrt und Allah nicht um Vergebung bittet, dann wird aus einer kleinen Sünde was? Eine große Sünde. Weil man sie ohne Gottesfurcht macht. Und so tut, als ob man nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werde. Und jetzt nimmt mal die Aussagen von manchen Irregehenden, die dir sagen, ach, Sünden sind normal, das gehört halt zu den Leuten. Wir sagen, wenn man sündigt und jeder Mensch sündigt, dann ist seine Aufgabe zurückzukehren. Aber wir laden die Leute nicht zu was ein? Zu den Sünden. Denn nennt mir einen Text aus Koran oder Sunna, ein Nass, wo Allah oder sein Gesandter uns erlaubt haben zu sündigen. Kennt ihr so etwas? Nein. Es gibt so einen Text nicht. Das ist nur bei denjenigen, denen Sünden nichts ausmachen, die laden andere Leute zu den Sünden ein, weil sie selber Sünder durch und durch sind. Möge Allah azawajal uns vor solchen Leuten bewahren. Deswegen, ja, Ikhwa, diese drei Seelen sind erstmal diejenigen, mit denen wir es zu tun haben. Und jeder kann jetzt seine Seele einordnen, wo er steckt. Ist er einer, der von morgens bis abends seinen Gelüsten hinterherläuft, dann hat er diese Seele, welche Al-Ammaratu bis-Su, das heißt, die einem das Böse befiehlt. Wenn er aber auch viele Sünden macht, aber er kehrt immer wieder zurück, aber er erzieht seine Seele bestmöglich, welche Seele hat er dann? Bitte? Welche Seele hat er dann? An-Nafsul Lawwama. La uqusimu biyawmil qiyama wa la uqusimu bin Nafsil Lawwama. Allah schwört auf diese Seele, dann hast du diese tadelnde Seele. Weil diese Seele, wenn du auch Schlechtes machst, sie versucht dir immer das Gute zu gebieten. Und du kehrst immer wieder zum Guten zurück. Und dann gibt es die Seele, die so gut wie gar nicht sündigt, die zufrieden ist mit Allah in jeder Hinsicht und Allah ist mit ihr zufrieden. Das ist welche Seele, was haben wir gesagt? Mutmainna. Das ist die Seele, die zufrieden zu Allah azawajal zurückkehrt. Das ist erstmal die Grundlage, liebe Geschwister. Wir wollen jetzt darüber reden, bi'idhnillah ta'ala, wie kann man seine Seele erziehen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
bima ta'amalu. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Und eine jede Seele soll darauf schauen, auf was? Was sie morgen bei Allah zu erwarten hat. Abrechnung. Muhasaba. Eine jede Seele soll darauf schauen, was sie morgen bei Allah an Abrechnung wiederfindet. Und fürchtet Allah zum zweiten Mal. Wahrlich, Allah ist dessen kundig, was ihr tut. Warum zweimal? Weil wenn du auch eine gute Tat machst und du versinkst hier in deiner Selbstgefälligkeit, dass du dir gefällst, so hast du zwar eine gute Tat gemacht, aber was hast du mit dieser guten Tat gemacht? Du hast sie wieder zunichte gemacht. Daher, wenn du eine gute Tat machst, ja, ihr alladine amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Eine jede Seele soll darauf schauen, was sie morgen bereitgestellt hat oder vorbereitet hat für Allah subhanahu wa ta'ala's Abrechnung. Das bedeutet, liebe Geschwister, und fürchte Allah nochmal, und fürchtet Allah bedeutet, nachdem du eine gute Tat gemacht hast, schaue nochmal, ob diese Tat, die du gemacht hast, nicht zunichte gemacht wurde, sondern denk nicht, dass das genug war, sondern vermehre deine guten Taten. Denn du weißt nicht, was Allah an guten Taten annehmen wird von dir. Es kann sein, dass du viele gute Taten machst, aber Subhan al-Malik, was ist mit den guten Taten? Sie sind weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Und das Buch wird يوم القيامة den Menschen in die Hände gegeben. So wirst du die Verbrecher sehen, wie besorgt sie an diesem Tag sind. Was ist das für ein Tag? Der Tag der Abrechnung. So wirst du einen jeden, wie nennt Allah Azza wa Jalla ihn? Verbrecher sehen, wie er besorgt ist wegen dem, was er in die Hand bekommen hat. Weil in diesem Buch, so sagt Allah Azza wa Jalla, so sagen sie, o wehe uns, was ist das nur für ein Buch? Es lässt nichts aus, weder groß noch klein. Außer, dass Allah dieses erfasst hat. Und sie finden das wieder, was sie in ihrem früheren Leben getan haben. Dieses Buch ist das Buch der Taten. Allah subhanahu wa ta'ala wird einem jeden so ein Buch geben. Dieses Buch bekommen manche mit ihrer, welchen Hand? Mit ihrer rechten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Was denjenigen anbelangt, der sein Buch in welche bekommt? In seiner rechten Hand bekommt. So wird er einer, was? يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Einer kleinen Abrechnung, leichten Abrechnung unterzogen. Was heißt leichten Abrechnung? Wird er bestraft? Nein. Leichte Abrechnung. Aisha radiallahu anha, als sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam über dieses Thema redete, er sagte zu ihr, ja Aisha, man nuqisha al-hisab udhib. Derjenige, mit dem bei der Abrechnung diskutiert wird, so wird er bestraft werden. Damit wir diesen Wortlaut verstehen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, müssen wir ein Hadith verstehen. Und zwar von Ibn Umar wird überliefert bei Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يَدْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عَبِدَهُ يَدْنُ أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ. Einer von euch wird يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala näher gebracht. Das heißt, Allah azza wa jal wird mit ihm abrechnen. So wird Allah azza wa jal zu ihm sagen, يَا عَبْدِي عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا. Hast du dieses und jenes getan? Dann wird der Diener sagen, na, er ist geständig, er weiß, er kann nichts verbergen. Dann wird
dann wird Allah ihn fragen weiter, hast du dieses und jenes getan? Er wird sagen, nein. Allah wird ihn so lange fragen und ihn an seine Sünden erinnern. Das ist eine Vorführung der Sünden. Allah wird ihn so lange erinnern, bis dieser denkt, dass er vernichtet ist. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen, satartuha alayka al-yawm wa ana aghfiruha satartuha alayka wa ana aghfiruha laka al-yawm. Ich habe diese Sünden, die du gemacht hast, in der Dunya verborgen gehalten. Niemand hat dich gesehen bei den Sünden, die du gemacht hast, und heute werde ich sie dir vergeben. Hier haben wir zwei Dinge. Schaut mal, Allah hat verhindert, dass dich jemand bei der Sünde sieht. Und es hätte gereicht, dass jemand dich sieht, so dass du bloßgestellt wirst, eine Fadiha. Richtig? Allah hätte dich bloßstellen können, blamieren können vor den Leuten. Aber er hat das nicht getan. Und noch mehr, er hat das aus einem Grund nicht gemacht, dass dich jemand bei der Sünde sieht, weil an diesem Tag wollte er dir vergeben. Subhanallah. Deswegen, was hat Allah hier mit dem Diener besprochen? Was hat er ihn nur gefragt? O mein Diener, a'amilta kada wa kada, hast du dieses und jenes getan? Hat Allah weiter gefragt? Nein. Aber sobald Allah fragt, warum? Hier geht es nicht mehr darum, dass Allah die Sünden vergibt, sondern diese Person wird dann bestraft. Das heißt, wenn Allah dich nur erinnert an die Sünden, das ist Al-Ard im Arabischen, das heißt die Vorführung der Sünden. Aber wenn er dann sagt, subhanahu wa ta'ala, warum, limadha fa'alta kada wa kada, dann hier bist du in die Strafe hereingerutscht. Man nuqisha al-hisab, udhib. Derjenige, mit dem diskutiert wird, bei der Abrechnung, der wird bestraft. Der wird bestraft. Daher, ihr Ikhwa, diese Leute, die ihr Buch mit der Rechten bekommen, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاهُ ظَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Und was denjenigen anbelangt, der sein Buch wo bekommt? Hinter seinem Rücken. Denn es gibt welche von den Mujlimin, von den Verbrechern, wenn die Bücher zugeflogen kommen, Yawmul Qiyamah, was wird er versuchen? Er wird versuchen, dass er das Buch mit der Rechten nimmt. Aber das Buch wird hinter seinem Rücken sein, so dass er es nur von hinter seinem Rücken nehmen kann, weil die Engel wollen ihn nicht einmal dabei ansehen, wenn sie ihm das Buch geben, weil sie das nicht lieben, was Allah nicht liebt. Deswegen geben sie ihm sein Buch wo? Hinter was? Hinter seinem Rücken. Die Engel wollen dich nicht sehen an dem Tag. Und sie sind zornig durch den Zorn Allahs Azza wa Jalla auf dich. Hier nimmt er das Buch hinter seinem Rücken. Dieser ist der verlustreiche Yawmul Qiyamah. Er würde es gerne in die Rechte bekommen, aber Allah Azza wa Jalla Subhana wird das nicht zulassen. Deswegen, ja, Ikhwa, wenn wir darüber nachdenken, dann ist der erste Punkt, die Benimmregel, dass wir uns auf die, was vorbereiten? Auf die Abrechnung mit Allah Azza wa Jalla vorbereiten. Und jeder von uns weiß ganz genau, womit er sich Allah Azza wa Jalla nähert, und er kennt auch die Taten, die Allahs Zorn zuziehen. Jeder weiß das. Im Übrigen auch ein Jahil. Wenn du jemanden fragst, du holst jetzt jemanden raus aus der Shisha-Café, irgendeine Person, ein Muslim, möge Allah Azza wa Jalla unsere Geschwister recht leiten, die dorthin gehen. Und noch trauriger macht es mich, dass praktizierende Geschwister in diesen Shisha-Bars hereingehen. Ich meine, sind dort gute Leute wie in der Moschee oder wer ist dort? Und wie kann man als Gläubiger an sich an so einem Platz versammeln? Wenn man eine Sünde macht, ist das eine Sache. Aber dass man die Sünde öffentlich macht, ist nochmal eine ganz andere Sache. Möge Allah Azza wa Jalla uns recht leiten. Deswegen, ja, wenn man einen Muslim aus der Shisha-Bar herausholt, wir sagen ihm, möchtest du hier sterben? Was wird er sagen? Er sagt dir nein.
Wir sagen ihnen, möchtest du in Masjid al-Haram sterben, in Mekka, bei der Kaaba, was wird er sagen? Ja. Er weiß doch, er ist kein Jahil. Willst du sterben in einer Diskothek, was sagt er dir? Nein. Willst du sterben, während du mit deiner Freundin Zina machst, was wird er dir sagen? Nein. Das heißt, ist er ein absoluter Jahil? Nein. Du fragst ihn, möchtest du sterben, während du den Koran in der Hand hältst und gerade die Worte Allahs gelesen hast, was wird er dir sagen? Ja. Daher, ja, Ikhwa, Allah hat es uns nicht so schwer gemacht. Allah, subhanahu wa ta'ala, hat es uns nicht so schwer gemacht. Wenn du ihn fragst, deine Freundin, die du jetzt hast, diese Freundin, ist sie dir erlaubt? Was wird er dir sagen? Nein. Wenn du ihn sagst, Tayyib, warum heiratest du sie nicht? Er sagt, wer will denn so eine Frau heiraten? Ja, aber auch, wer will so einen Mann heiraten? Das heißt, er ist kein absoluter Jahil. Daher, ja, Ikhwa, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir morgen Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala begegnen. Und wenn wir heute sterben, so sagen die Gelehrten, unter ihnen Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, er sagt, heute in dieser Dunya sind Taten ohne Abrechnung. Hast du die Möglichkeit, Taten zu machen? Nein. Aber in dieser Dunya gibt es keine Abrechnung. Er sagt aber morgen, wenn es Abrechnung gibt bei Allah Azza wa Jal, Yawmul Qiyamah, dann ist das der Tag der Abrechnung, aber du kannst was nicht mehr machen? Keine Taten. Daher müssen wir versuchen, in dieser Dunya so viel wie möglich an guten Taten zu machen. Und das ist nicht schwer. Wallahi al-Azim, das ist nicht schwer. Jeder muss für sich eine Zeit bestimmen, liebe Geschwister, in der er diese guten Taten macht. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Siyamul Ithnain wal Khamis. Das Fasten am Montag und am Donnerstag. Warum ist das eine Benimmregel? Warum steht das hier unter die Erziehung der Seele? Warum? Weil es auch von Sünden getan ist. Richtig, sehr gut. Und Siyam allgemein? Also eine dauerhafte Tat ist, die jede Woche passiert. Man macht sie dauerhaft. Das heißt, man erzieht sich dazu, regelmäßig gute Taten zu machen. Was erzeugt dieses Fasten? Was ist das Resultat von diesem Fasten? Nein, Gottesfurcht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Jetzt kommt die Weisheit, la'allakum tattaqu. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten zur Pflicht gemacht, so wie es denjenigen zur Pflicht gemacht wurde, die vor euch waren. Jetzt kommt die Weisheit, damit ihr gottesfürchtig werdet. Damit ihr gottesfürchtig werdet. Weil As-Siyam oder As-Saum, das Fasten, sorgt dafür, dass du gottesfürchtiger bist. Und wenn wir diese Sache näher beleuchten wollen, im Ramadan sind die Muslime gehorsamer oder ungehorsamer? Gehorsamer. Und das durch das Fasten. Überleg mal, dass sogar ein normaler Muslim, der normalerweise vielleicht nicht richtig betet, nur manchmal und manchmal lässt er. So ein Muslim, er ist zu Hause alleine im Ramadan und er könnte essen und trinken. So wie er auch Zina macht, so wie er andere Sünden macht. Aber was macht er nicht? Er isst und trinkt nicht, richtig? Warum? Es sieht ihn doch keiner. Subhanallah, dieses Fasten ist etwas ganz Besonderes. Und eigentlich, wenn wir das Fasten so projizieren, übertragen auf andere Dinge, auf andere Sünden, dann werden wir den Zustand haben wie Engel. Wie kann man sein wie Engel? Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala hat einen ausführlichen Bericht darüber geschrieben, dass ein Diener, der einen freien Willen hat, aber nur mit Ibadah und Gutem beschäftigt ist und das Schlechte unterlässt, dieser kann sogar eine bessere Stellung erreichen als ein Engel. Warum? Weil der Engel ist wie erschaffen? Gehorsam. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sie widersetzen sich Allah azza wa jalla nicht in dem, was er... Aber der Mensch könnte sich widersetzen, aber trotz dieser freiwilligen Handlung,
dass er sich Allah widersetzen könnte, tut er es nicht. Einer der Salaf sagte, ich denke, es war Unais, wallahu ta'ala ala wa ala, er sagte, ich werde Allah auf der Dunya so anbeten, wie die Malaika, die Engel Allah im Himmel anbeten. Deswegen, ja, Ikhwa, dass du dich mit guten Taten beschäftigst, dauerhaft guten Taten, die auch eine Gottesfurcht erzeugen. Und das ist sowieso die Absicht hinter einer jeden Handlung, hinter einem jeden Gottesdienst, hinter einer jeden Anbetung, Ibadah, dass du was danach wirst? Gottesfürchtiger. Deswegen, du fastest am Montag und am Donnerstag. Rawa Tirmidhiyu wa sahahahu al-Albani an Abi Hurairata radiyallahu an anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أبو هريرة berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten werden am Montag und am Donnerstag vorgeführt. Passt auf. Das ist von Ilmul Ghaib, was wir nicht kennen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darüber berichtet. Jeden Montag und Donnerstag werden die Taten vor Allah azza wa jalla vorgeführt. Das heißt, die du machst im Laufe der Woche, jeden Montag versammeln sie sich und Donnerstag und sie steigen zu Allah Azza wa Jalla hoch. Was sagte er? So liebe ich es, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dass meine Taten vor Allah vorgeführt werden, während ich dabei fastend bin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Während ich dabei fastend bin. Deswegen, ich lege jeden ans Herz. Ich weiß, es ist schwer, diese Tage besonders, es ist sehr heiß. Versucht mal immer zu fasten, mindestens am Montag und am Donnerstag. Das bringt so, so viel. Schaut mal, subhanallah, der Muslim unterscheidet sich von den Kuffar und von denjenigen, die vom Weg abgedriftet sind. Während die Leute essen, ist der Muslim fastend. Während die Leute sich ablenken und ihr Spiel und Spaß machen, rezitiert der Muslim Koran, als Kuffar bezeichnet. Damit du dasselbe machst wie sie. Mittlerweile sehen wir so viele, und möge Allah uns und sie recht leiten, so viele Muslime, statt die Menschen zum Guten einzuladen, worin leiten sie sie ein? Sogar bei so einem Wetter, wohin? In das Schwimmbad. Er sagt dir, ich gebe heute einen aus. Komm, gib mal 5, tschak. Dann nimmt er ihn mit, worin? Zum Schwimmbad. Und der Ärmste weiß nicht, dass er erstmal sich selber gegenüber sündig ist. Zweitens hat er ausgegeben für das Gute oder Schlechte? Für das Schlechte. Und drittens hat er eine weitere Seele in den Ruin geführt. All das steht in seinem Sündenbuch. Denn, liebe Geschwister, bitte passt auf eine Sache. Wir werden nicht nur für unsere Sünden abgerechnet, wie Abul Bara. Wir werden nicht nur für unsere Sünden abgerechnet, nein. Auch für die Spuren unserer Sünde. Was heißt das? Du nimmst einen mit ins Schwimmbad. Dieser lernt eine Frau dort kennen, ein Mädchen. Ich meine, der geht doch nicht hin, um dort zu rutschen. Ist euch klar, oder? Ja, ist euch jedem klar. Der lernt eine Freundin und ab da fängt eine Sinnerbeziehung an. Wer hat das alles in seinem Buch? Du. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta. Wa naktubu. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wir sind es, die die Toten wieder lebendig machen und wir schreiben alles nieder. Das heißt, was sie tun an Taten, wa atharahum, und auch die Spuren ihrer Sünden. Wenn du deinen Bruder auf ein Musikvideo hindeutest, längst aufmerksam machst, trägst du die Sünde mit ihm. Dafür, dass er es geschaut hat. Er kriegt sowieso seine Sünde, aber du, deine und seine. Wenn du, und das passiert sehr häufig, wal-iyadu billah, Muslime zeigen sich gegenseitig diese perversen, versauten Filme. Ein 9-Jähriger hat mir letztens erzählt, in seiner Klasse gucken sie das schon. Der ist 9 Jahre, überlegt mal, der weiß eigentlich gar nicht, was das ist. Und so haben sie, aber damit hat der Staat keine Probleme.
weil das geht hier um was? Erziehung oder oh, die sollen mal lernen, die sollen mal lernen. Dieser wird denken, das ist Liebe und das sind Werte, was er sieht in diesen schmutzigen Filmen. Möge Allah Azza wa Jal diese Leute, die solche Filme produzieren, möge Allah Azza wa Jal ihnen die schwerste Strafe geben. Allahumma amin. Das heißt, ja, Achi, passe auf, was du machst mit deinen Taten. Der Prophet sallam hat sich gefreut, fastend zu sein an dem Tag. Warum? Weil an diesem Tag wurden seine Taten auch emporgehoben zu Allah Azza wa Jal. Und von allen werden diese Taten Montag und Donnerstag vorgeführt bei Allah Azza wa Jal, außer bei zwei Leuten, die miteinander eine Streitigkeit haben, zwei Brüder. So sagt Allah Azza wa Jal zu den Engeln, haltet die Taten zurück, bis sie, was? Sich einander versöhnt haben. Die Taten werden zurückgehalten. Die Taten werden, zumindest sagt dein Bruder, auch wenn du was im Herzen gegen ihn hast, was sagst du ihm mindestens? Assalamu alaikum. Weil der Bessere ist derjenige, der grüßt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Auch wie wir uns erziehen mit Taten, Qiyamul Layl. Fafis Sahihain, in den beiden Sahih-Büchern, an Aisha, radiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu min al-layl, hatta تتفطر قدماه فقالت عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا سبحان الله. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Aisha berichtete, hat so lange in der Nacht gebetet, Pflicht oder freiwillig? Pflicht oder freiwillig? Freiwillig. So lange in der Nacht gebetet, bis seine Füße angeschwollen sind. Das heißt, dieses Anschwellen der Füße ist normalerweise mit Schmerz verbunden. Als Aisha radiallahu anha ihn gefragt hat, warum tust du das, o Gesandter Allahs, wo Allah dir doch alle Sünden vergeben hat, die früheren und die späteren, er sagte zu ihr, soll ich es nicht lieben, ein dankbarer Diener zu sein? Allahu Akbar. Ein dankbarer Diener. Das Schöne in diesem Hadith, ja, Ikhwa, bei manchen Leuten ist Erschöpfung Erschöpfung. Aber für andere gläubige Leute ist die Erschöpfung vor Allah Raha, eine Erholung. Erholung. Ich will euch ein Beispiel geben. Stellt euch vor, ihr heiratet eine Frau. Die ersten Tage tut man ja so, als ob man sich liebt. Ihr kennt die ersten Tage. Jetzt, was macht die Frau für dich? Deswegen musst du dir die Tage merken, weil das kommt dann nie wieder vor. Sie macht dir dein Lieblingsessen, wenn es auch drei Gerichte sind. Nachdem sie dir das Essen gemacht hat, geht sie deine Hemden bügeln. Wie gesagt, das sind nur die ersten Tage, bis sie ihre Mahr vollständig bezahlt bekommen hat. Und sie macht die ganzen Sachen, während sie dich anlächelt. Sah? Das heißt, normalerweise strengt sie sich an bei der Sache, ja. Aber diese Anstrengung ist für sie Erholung. Warum? Weil sie das für jemanden macht, den sie liebt. Und wie ist das mit der Liebe zu Allah? Und deswegen, ja, Ikhwa, Allah, ich wundere mich immer wieder. Die Hajj, möge Allah Azza wa Jalla uns allen die Hajj ermöglichen und uns die Pässe zurückgeben. Wenn wir die Hajj machen, was denkt ihr? Ist das eine Sache, die viel Geduld braucht oder nicht? Die mit viel Anstrengung verbunden ist oder nicht. Ich kann euch nur ein Szenario sagen. In Mina, da wo die Zelte sind, ihr kennt Mina, die Stadt, da sind die ganzen Hujjaj, 3 Millionen. In den ganzen Zelten dort sind 3 Millionen Leute. Alle Hujjaj sind an diesem Ort in Mina. Du gehst nicht auf Toilette, ohne dass du mindestens eine halbe oder dreiviertel Stunde vor jedem Toilettengang wartest. Manchmal gibt es Bauchschmerzen, da musst du dringend, aber jeder muss dringend und jeder hat sein Bedürfnis. Deswegen, das ist schon eine sehr, sehr große Last. Und nicht jeder benimmt sich auch in Ordnung, weil es gibt Leute, der denkt, der ist in seinem Heimatland, der kennt gar keine Schlange.
Also Schlange jetzt, Warteschlange. Der geht gleich nach vorne. Der sagt, Khair, malisch. Malisch, das macht nichts. Und geht einfach vor und 10 Leute warten in der Schlange. Aber er weiß, keiner schlägt ihn. Warum? Weil die Leute sind bei der Hajj und wollen ihren Lohn. Der weiß das. Er weiß auch, dass sie nicht schimpfen dürfen. Der weiß das alles. Deswegen nutzt er das aus. Überlegt mal, das ist Sabr. Und trotzdem, trotz dieser Umstände, wenn du einen Hajj fragst, der die Hajj gemacht hat, willst du nächstes Jahr wieder zu Hajj, was sagt er dir? Ich wünschte mir diese Hajj, subhanallah. Obwohl das wirklich Anstrengung und Ermüdung war. Ihr habt gesehen den Tawaf, wie viele Leute, da passt eigentlich keine Ameise mehr zwischen den Leuten. So voll ist das. Aber trotzdem, subhanallah, die Leute wollen immer wieder zurück. Es gibt einen Tag, Yawmun Nahr, dieser Tag, an dem Eid-Tag ist. Die ganzen Ibadat mit dem ganzen Laufen beträgt ungefähr 40 Kilometer. Laufen. Zwischen 30 und 40 Kilometer. Glaub mir, wenn du nach Hause kommst, also zu den Zelten, wo es dann mit dem Stress weitergeht, dann bist du wirklich fertig. 30, 40 Kilometer gelaufen mit Ibadat und mit allem drum und dran. Das ist schon anstrengend. Und trotzdem wollen die Leute immer wieder hin. Warum? Weil für sie ist Erschöpfung in Bezug auf Allah eine Erholung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich es nicht lieben, dass ich ein dankbarer Diener bin? Subhanallah. Das heißt, er möchte gerne für Allah azzawajal stehen, weil das fällt ihm nicht schwer, sondern im Gegenteil, den Leuten, die ihm dabei zugeschaut haben, die haben schon Schmerzen bekommen. Er selber aber hat seine Erholung darin gefunden. Und deswegen, ja, Ikhwa, wenn man für Allah azzawajal Gutes macht, so wird Allah azzawajal, wie Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala sagte, Allah ist ein dankbarer Herr, subhanahu wa ta'ala, er wird dir Süße in deinem Herzen geben für die gute Tat, die du machst. Er wird dir Süße geben in deinem Herzen, die du für Allah Azza wa Jal machst. Thabit al-Bunani, rahimullah ta'ala, einer der Salaf, er sagte, ich habe in den ersten 20 Jahren versucht, Qiyam al-Layl zu beten und in den nächsten 20 Jahren habe ich es dann umso mehr genossen. Überlegt mal, er hat sich 20 Jahre angestrengt, Qiyam al-Layl zu beten, aber es war immer so. Aber dann die nächsten 20 Jahre hat er jeden Tag durchgehend gebetet. Und er sagte, meine größte Sorge war es, dass ich das Gebet verlasse und mich dann die Glückseligkeit verlässt. Abu Muslim al-Khawlani, rahimullah ta'ala, einer der Salaf, dessen Bittgebet erhört war, dieser, wenn er gemerkt hat, die Faulheit trifft ihn bei Qiyam al-Layl im Gebet, und er hat das lang gemacht, dann sagte er, steh auf, du Seele. Das heißt, steh auf aus deiner Matratze. Steh auf, geh zum Gebet. Denn willst du, dass die Sahaba, die sich am besten auf dem Weg Allahs angestrengt haben, nicht merken, dass sie Männer hinter sich hinterlassen haben. Subhanallah. Schaut mal, was für sie Männlichkeit war, ja. Es gibt Leute heute, der denkt, Männlichkeit ist was ganz anderes. Aber diese Ta'a, diese Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jal, das ist wahre Männlichkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verhelfen. Auch, liebe Geschwister, dass viele gedenken Allahs. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala viel gedenkst. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Werden die Herzen mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jal nicht ruhig. Du kannst deine Seele nicht anders und ruhig und zufriedenstellen, außer mit Dhikrullah. Wie Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Ayah sagt. Rawal Bukhariyu an Shaddad ibn Aus radiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal Sayyidul Istighfar an taqul
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. Derjenige, der das Bittgebet sagt, alaikum salam wa barakatuh, und das nennt man Sayyidul Istighfar. Das heißt, das ist das beste Bittgebet, was du machen kannst. Sayyid ist eigentlich Führer. Das ist das beste Bittgebet, was du machen kannst. Und ihr kennt das Bittgebet. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'adik ma astata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'a, abu'u bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wer das Bittgebet am Tage sagt und er erreicht den Abend nicht mehr, so wird Allah Azza wa Jal ihn in das Paradiesgarten eingelassen. Und wer es am Abend sagt und am Morgen nicht aufsteht, so wird Allah Azza wa Jal ihn in das Paradies eingehen lassen. Dieses Bittgebet, versucht das zu lernen, liebe Geschwister. Das steht auch in Hisnul Muslim, bi'idhnillah ta'ala. Da könnt ihr dieses Bittgebet auch erlernen. Und der letzte Punkt, Tathirul Qalb, dass man sein Herzen reinigt, säubert. روى مسلم في صحيحه so berichtet مسلم in seinem Sahih عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أبو هريرة berichtet vom Gesandten صلى الله عليه وسلم, dass dieser sagt, Allah schaut nicht worauf? Auf euer Aussehen und nicht auf eure Körper, sondern vielmehr schaut Allah auf euer Herz. Und das, worauf Allah am meisten schaut, vernachlässigen wir am meisten. Und worauf Allah nicht schaut, dieses ist für uns der Mittelpunkt im Leben. Schaut mal, wenn ihr fragt, wie viele Leute kümmern sich um ihren Körper? Viele, sag. Einer ist jeden Tag 3-4 Stunden im Fitnesscenter, und der andere, ich weiß nicht, macht irgendwas. Die versuchen, turnen, springen, laufen, ich weiß nicht, reiten, was auch immer. Die ganze Zeit mit ihrem Körper beschäftigt. Und mit ihrem Aussehen. Wie sehe ich so aus, wie sehe ich so aus? Dreimal Klamotten wechseln, shoppen gehen, das. Die sind nur mit ihrem Aussehen und mit ihrem Körper beschäftigt. Allah schaut nicht darauf. Aber worauf schaut Allah? Er schaut auf die Herzen. Was machen sie für ihre Herzen? Nur das Üble, sie verderben ihr Herz Tag für Tag. Deswegen, als Abu Sulaiman, rahimullah ta'ala, nach der besten Tat gefragt wurde, er sagte, an yattali' Allahu ala qalbik, fayara annaka la turidu min ad-dunya wal-akhira illahu. Dass Allah azza wa jal auf dein Herz schaut, während er sieht, und Allah sieht unsere Herzen die ganze Zeit, dass du nichts sehnlicher begehrst von der Dunya und der Akhira außer Allah Azza wa Jal. Du sollst dich mit deinem Herzen beschäftigen. Denn wenn dieser Fleischklumpen da drinnen, das Herz, krank ist, dann was? Ist der gesamte Körper krank. Deswegen beschrieb ihn in einer Überlieferung Abu Huraira, aber die ist schwach, aber Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sagte, das Herz ist der König der Soldaten. Das Herz ist der König der Soldaten. Wenn das Herz der König ist, was sind die Soldaten dann vom Körper? Die Körperglieder. Und wenn der Soldat gut, wenn der König gut ist, sind auch die Soldaten gut. Und wenn der König schlecht ist, sind auch die Soldaten schlecht. Und so musst du dir das vorstellen. Deswegen musst du deinen König so erziehen, mit Gutem füllen, dass er auch den Soldaten nur das Gute befiehlt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Damit haben wir auch, alhamdulillah rabbil alamin, dieses Kapitel beendet über Al-Adab ma'an Nafs, das Benehmen gegenüber der Seele. Möge Allah azawajal uns den Lohn schreiben. Wir haben ein paar Minuten Zeit für Fragen und dann bi'idhnillah ta'ala beenden wir.
Bitte schön. Na. Na. Inshallah. Etwas lauter, bitte. Wir haben ja gesagt, eine Person, die eine Sünde begeht und wenn sie verdeckt, so in den meisten Fällen, auch vergibt Allah schon mit der Sünde. Jetzt, wenn eine Person beispielsweise Sünde macht, wo ja zwei Leute bei dieser Tat dabei sind und diese Tat kommt nicht raus, wie ist es dann hier? Oder ist die Sünde nicht mehr bedeckt? Ja, das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe. Der Bruder sagt, wir haben ja gesagt, wenn Allah Azzawajal dich verdeckt mit deinen Sünden, dann nur aus einem einzigen Grund, dass er dir diese Sünde Yawmul Qiyamah vergeben wollte. Satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Ich habe diese Sünde in der Dunya verborgen gehalten, sagt Allah Azzawajal, und heute werde ich sie dir vergeben. Das heißt, auch wenn das zwischen einem Mann und einer Frau war, keiner hat nach außen die Sünde mitbekommen, Allahu ta'ala ala. Die allgemeine Frage ist, darf eine Schwester oder ein Bruder in einem Bereich arbeiten, wo sie mit dem anderen Geschlecht zu tun hat, als Beispiel Zahnhelferin, wo halt die Frau Blut abnimmt oder halt bei einem Mann, ist das erlaubt? Wie ist das, wenn eine Schwester zum Beispiel als Arzthelferin arbeitet oder beziehungsweise ein Bruder als Arzthelfer arbeitet, wie ist das in diesen Berufen? Erstmal sollten wir wissen, Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, haben ein anderes Urteil als die normale Leute. Haben ein anderes Urteil als die normalen Leute. Und wir wissen auch, bei den Schlachten, als die Sahaba radiallahu anhum gekämpft haben, wer hat sie verarztet? Die Sahabiyat, die Frauen. Die Frauen haben sie verarztet. Das Problem, liebe Geschwister, ist nicht, dass wenn wir sagen, okay, hier gibt es eine Notwendigkeit, dass man auf die Aura schaut, wenn man auch Allah Azzawajal am meisten fürchten soll. Das heißt, man versucht, jeden Blick abzuwenden, den man nicht machen muss. Das Problem ist diese Fitna. Wenn eine Frau, eine Schwester als Arzthelferin arbeitet, sie ist nicht nur mit dem Patienten zusammen, sie ist auch oft mit dem Arzt alleine wo? Im Raum. Und das ist verboten. Das ist definitiv verboten. Ijma' der Gelehrten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Mann und eine Frau alleine im Raum sind, ist der Shaitan der Dritte. Und ich meine mit Raum, Raum. Ich meine nicht, dass verschiedene Räume sind und alle offen sind. Nein, im Raum, Raum. Und das ist eine Fitna. Deswegen, Yahuwah, ich meine, selbst ein Mann darf seine Frau nicht alleine zum Arzt schicken, wo sie zum Beispiel ihre Aura entblößt. Deine Frau sucht erstmal eine Ärztin. Und wenn sie keine Ärztin findet und es gibt nur einen Arzt, dann gehst du mit deiner Frau zu diesem Arzt, weil sie darf nicht alleine mit ihm im Raum sein und schon gar nicht, wenn sie dabei auch noch was, ihre Aura entblößt. Denn aus Tabib wird schnell Habib. Ja? Aus dem Arzt wird schnell ein Liebling. Und daher, wir Muslime, wir vermeiden dieses. Aber es gibt Schwestern, die haben kein Problem, zum Arzt zu gehen, zum Frauenarzt. Möge Allah uns bewahren. Aber Allahul Musta'an. Deswegen, das ist eine Fitna für sie. Und es gibt andere Berufe, die sie sich hier aussuchen kann. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Bitte schön. Ach, hier ist sowieso schon alles. Was ratest du den Brüdern, die hinter unseren Töchtern und unseren Schwestern hinterherlaufen auf der Straße und sie fragen, ob sie heiraten wollen oder rufen ihnen Masha Allah und antworten zu, nur wenige senken heute noch ihre Blicke, was geht? Ein Bruder fragt, was rät man den Brüdern, die auf der Straße, praktizierende Brüder, die auf der Straße Frauen sehen und ihnen hinterherrufen, Masha Allah und möchtest du mich heiraten und sonstiges. Ich sage diesen Brüdern, sie sollen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sie sollen keine Fitna stiften, denn diese Schwester, die er gerade anspricht, es kann sein, dass ihr Mann gerade um die Ecke kommt. Will er so eine Situation erleben? Und es gibt sehr eifersüchtige Männer, ja? Ich denke, man versteht die Wörter, die ich gerade gesagt habe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبِصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Sprich zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken. Tayyib, subhanallah, wie kann er sie sehen und ansprechen und ich weiß nicht, das ganze Programm. Er soll seine Blicke senken.
Sagt man, ja, ich habe sie mit dem ersten Blick gesehen. Ja, das heißt nicht, dass du sie ansprechen darfst. Würdest du das erlauben, wenn jemand jetzt deine Frau sieht und du bist nicht dabei, dass er sie anspricht? Was würde er sagen? Natürlich nicht. Ja, ich schicke eine Schwester zu ihr oder irgendetwas, aber mach keine Fitna. Weil wenn der Mann um die Ecke, und ich habe das erlebt, es gab damals einen Bruder, der hat eine Schwester angeguckt, richtig hinterher geguckt und subhanallah, auf einmal kam der Mann um die Ecke. Den Rest könnt ihr euch denken. Und diese Situation passieren. Ein Bruder sagte mir, er saß in der U-Bahn mit seiner Frau. Und gegenüber von ihm ein anderer Bruder, der die ganze Zeit seine Frau angestarrt hat. Yahwa, das Problem ist, wenn die Herzen verdorben sind und wir nicht mal mehr merken, was wir machen. Ey Wallah, was für ein schlimmer Zustand. Das heißt, man empfindet gar nichts mehr dabei. Kein Scham, gar nichts. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wer sich vor Allah nicht schämt, oder wenn du dich vor Allah nicht schämst, dann tu, was du willst. Weil der wird, wer sich vor Allah nicht schämt, so hat er keine Barriere mehr für die Sünde. Daher, diese Brüder sollen das unterlassen, dass sie Frauen angucken und sie ansprechen, denn wisset, das könnten eure Frauen sein, damit seid ihr nicht zufrieden. Und ihr könnt euch in prekären Situationen hereinbringen, die ihr eigentlich gar nicht so erleben wollt. Und zudem ist das Haram, was ihr tut, denn es ist nicht erlaubt, einfach eine fremde Frau auf der Straße anzusprechen. Allah Azzawajal sagt, spricht zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil bewahren. Weil wenn sie ihre Blicke senken, dann denken sie gar nicht daran, ihr Geschlechtsteil zu missbrauchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Na. Was ist die Urteil, wenn ein Mann wohnt zusammen mit einer Familie in einer Wohnung? Gibt es auch also Schwestern, die also namhaft sind und gibt es getrennten Raum? Was ist die Urteil, wenn ein Mann wohnt zusammen? Familienmäßig, ja. Genau. Also wie ist das jetzt mit Familie? Wenn jetzt zum Beispiel ein Mann und eine fremde Frau im Raum sind, wenn kein Mahram für die Frau dabei ist, dann ist das Haram. Ist aber ein Mahram dabei, dann ist das ein anderes Urteil. Okay? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand soll von euch alleine in einem Raum sein, das heißt jetzt hier mit dem anderen Geschlecht, außer ein Mahram ist bei der Frau dabei. Weil natürlich, wenn ein Mahram dabei ist,